Oh Gott! Oh mein Gott! Matt! Matt! Oh Scheiße! Shit! Oh Scheiße! Verdammt! Ja, da zieh ich jetzt mal hoch, Alter. Okay. So. Mal ein bisschen schwingen. Ui. Aber nicht zu doll schwingen. Nicht das. Nee, mach nicht! Mach nicht! Nicht so doll! Nicht! Nein! Oh Gott. Okay. Shit! 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 Holy moly! Sein. Oh Gott, das waren 600 Mäuse. Wenn ihr das klappt, hey, Scheiße, das war mein Lieblingsteil. Also. Okay, sieht doch gut aus. So, Flamme an. So, dann los, humpel los, Mäuschen. Der Chat ist auch begeistert, dass sie noch lebt. Nicht? Ja, das ist halt einfach unfair. Ich hätte auch lieber tatsächlich, dass es nicht. Also, naja, das klingt jetzt blöd, dass es nicht so wäre, aber wenn ich die Wahl zwischen ihr und Matthew habt, halt er dann mehr meine Wahl. Sehr eindeutig gewesen. Ja, meine auch. Emily, ne? Klar. Das ist einfach die Nette von beiden. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist Matt halt auch ultra farblos. Also sie bietet jetzt schon ein bisschen mehr Unterhaltungsfaktor. Ne? Also mit ihr, nicht, dass man mit ihr mehr mitfiebert, aber irgendwie, ich mag auch Charaktere, die man nicht mag. Irgendwie. Ich hätte auch gedacht, dass Matt vielleicht irgendwie mit unter der Decke da steckt, irgendwie für den ganzen Kladderadatsch. Weil es ist der einzige Typ, der nicht zur Gruppe, zu dem Ursprung gehört. So nach dem Motto. Ja, guck mal kurz hier links. Gott. Mann, guck doch nicht da. Welchen Hubschrauber? Das ist die PlayStation. Achso. Ich hoffe, alle bis auf Josh sterben. So, sorry. Okay. Alle bis auf Josh. So, ja, Josh ist am Leben. Wie geht denn sowas? Irgendwie, wie kann er? Wer ist doch zerteilt worden? Der kann es. Leck mich. Mutti! Warum denn? Danke, schön für deine Coffees. Wie bitte, wenn die Lore war gerade so laut? Die Mutti hat gerade geschrieben, so, nun bin ich voll da, weil sie ist wahrscheinlich gerade nach Hause gekommen. Ah, ich verstehe. Und das war ihre Begrüßung für uns. Dann sag doch mal Dankeschön, Mutti. So, der Brüllbube hat jetzt ebenfalls Take-Two angemacht. Schön. So schön, dass das hier so alles immer aufploppt. Plop. Plop. So, warte mal, dann hier vorne. Das leuchtet blau. Oh, das sieht mir nach... Oh, warte mal, das ist doch ein Aufzug. Warte mal, finden wir jetzt Jessica? Die das ist auf so einem Aufzug abgestürzt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch irgendwie. Das wäre jetzt nämlich auch meine erste Gedanke. Ich fasse einfach mal einen Hebel an. Das schmeckt schon nach einer dummen Entscheidung. Ja. Scheiße! Ja, sei doch froh, dass das nicht geht. Sei doch froh, dass das nicht geht. So, aber jetzt ist halt die Katze aus dem Sack, jetzt könnte er Josh auch da zusammenschlagen irgendwie und dann
abhauen. Ja, wie denn? Die sind nur noch gefesselt an dem Tischen. Da, naja, Mike ist frei, Sam ist frei. Ja, der Drei-Finger-Joe Mike, genau. Ja, naja, also ich denke, er ist stärker als Josh. Aber ja, verrückt. Verrückte sind immer ein bisschen stärker. So, Stechuhr. Out in 36. Oh. In, keine Ahnung. Kannst du dir mal die Uhrzeit aufschreiben, Benny? Also 5 vor 6, 6 vor 6, besser gesagt. Okay. Hallo? Oh, finden wir jetzt vielleicht die Bathöhle? Batman. Schön, jetzt haben wir unterschiedliche Batman-Themen gerade gesungen. Wunderbar. So, nüscht. Batman! Oh, ja. Rammstein! Eine schöne Weide. So, dann klettern wir mal hier hoch, ne? Gucken wir mal. Fackeln nicht mal hinlegen. Das lief ja mal richtig gut. Oh Gott! So, ist wirklich ihr Tag, würde ich sagen. Oh nein, die $400-Hose. Oh, guck mal, Handy. Oh Gott, Mann! Aber Josh war doch nicht der Hausmeister mit der Machete, oder? Naja, aber Josh war der Typ mit der Psychomaske, der irgendwie da stand und sagte irgendwie, du musst dich jetzt entscheiden. Ja, aber wer ist denn der Hausmeister mit dieser Machete? Muss es ja noch irgendwie geben. Vielleicht ist es ja auch eine Frau. Hört sich aber auch nicht an wie ein Hausmeister. Mit Metz hat sich leider ausgeschissen. Ja. Oh, durch hier. Ihr Wortschatz ist sehr begrenzt. Ja, das ist tatsächlich der Fall. Gut, aber was soll sie jetzt hier groß sagen, ne? Irgendwie, wenn man jetzt alleine durch so einen Stollen eilt. Wirklich schräg. Was ist denn? Was sehe ich hier vorne? Mein Monitor ist so dunkel. Kannst du das erkennen, Benny? Das könnte ein Bauarbeiterhelm sein. So ein Minenhelm, weißt du? Ah, okay. Ich muss echt mal die Settings hier an dem Monitor nochmal ein bisschen anders einstellen. Das sehe ich ja alles nur in Schwarz. Abstufungen von Schwarz. Aha. Das ist mein Familienfoto. Was mir am liebsten ist, hebe ich immer zwischen rostigen Schrauben auf. Auf der Rückseite. Liebster Billy, komm schnell, sicher nach Hause. Von einer dich liebenden Frau und deiner Tochter Agnes und Louis. XX. Kiss, kiss. Ja, genau. Die zusammen, also das X für Kiss steht, verstehe ich bis heute nicht. Kann man mir das mal erklären? Was? Warum? Ich kenn's aus dem Amerikanischen mit diesem XOXO. Das Kisses in Hack. Okay. Aber eine Erklärung habe ich nicht dafür. Also bei Xmas, okay, Cross, Christmas, gut, hey, also kann man sich nur noch so ein bisschen herleiten. Aber okay, die Leiter ist kaputt, das sieht man sehr deutlich. Aber X, dass jetzt X für Kuss steht. Vor allem, wenn man dann halt auch mal klettern oder springen. Na komm, wir klettern lieber. Das Springen ist mit dem Knie, das ist nicht so geil. Hoppala! Hochstrecken! Oh! Das war schon eine Art Sprung. Alter! Aber die Quicktime ist jetzt ein Stevie, das muss man mal sagen. Es ist ein PlayStation-Pad.
Es ist ein PlayStation-Pad, das ist halt was anderes. Also Respekt trotzdem, ne? Man kann auch da verlieren. Trotzdem. Es ist so verdammt dunkel. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Außerdem juckt mir jetzt die Nase. Warum juckt mir jetzt die Nase? Alter, was ist denn das? Weiß ich nicht. Matt! Was? Matt? Matt? Hat sie gerade Matt gerufen, ja, ne? Ja, sie will ein Matt-Brötchen. Ich will Matt! Jetzt Matt! Geht mir auch öfters mal so. Mal gucken, ob es auf dem richtigen Weg ist, um Matt zu finden. Komm schon, verfluchte Scheiße! Ja, der Klassiker, der Akkuslehrer. Hat sie keine Powerbank? Scheiße, Shit! Was? Ist hier jemand mit Flammenwerfer unterwegs? Jetzt mal ohne Scheiß, oder sind das jetzt hier keine Überdruckventile oder irgendwas? Oh, die Feuerspeien. So, endlich unsere Fackel. Also wieder. Nimm sie. Auch so ganz gemächlich. So ganz gemächlich. Okay, ein paar Hebel. So, wir legen uns schon, haben wir Strom und hoffentlich Licht. Funktioniert mal was. Ja, jetzt zählt wahrscheinlich der Aufzug. Ach, jetzt könntest du mit dem. Okay. So, dann können wir doch hier vorne einfach hoffentlich runterspringen, oder? Mit unserem kaputten Knie. So, aber 5 Meter soll ich nie so haben. Nee, du musst wahrscheinlich die Treppe da vorne lang laufen. Ist da eine runter. Treppe? Ja, sieht so aus, oder? Naja. Mir jetzt noch nicht so ersichtlich. Alter, Adlerauge. Aber jetzt weiß ich nicht, wo es weitergeht. Oh, da ist noch eine Treppe. Da ist noch eine Treppe. Die habe ich gar nicht gesehen. Verrückt. Voll die Schummeltreppe. So eine Harry Potter-Treppe. So, okay. What do we got here? Ah, ein Totem. So, wir werden auch mit der Fackel vielleicht nicht so ohne ans Ölfass rangehen. Hans? Und? Wer war das? War das Chris? Das habe ich nicht erkennen können. Mich hat die Hand irritiert, die aus der Wand kam. Ah, das war eine klassische Resident Evil Hand. Sofort erkannt. Späte PS2 Zeit. So, was haben wir denn hier? Was ist das? Fass. Okay, abgedecktes Fass. Und? Was ist denn auf dem Fass? Also auf dem... Okay. Ein Knopf? Eine Münze? Was ist das? Ich weiß nicht. Jetzt, eine Münze, würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Für den Resident Evil Händler. Welcome, Stranger. Hab tatsächlich so ein bisschen die englische Original-Synchro von dem Typen vermisst. Was faucht denn da die ganze Zeit immer rum? Oh, und da jammert er. Alter, wo sind wir denn hier? Das ist ja wirklich eine Betthöhle. Ach, jetzt kann sie rennen. Ja. Vereist, kommst du auch niemals hoch. Warte mal, ist das diese... Die Stelle, wo die beiden Mädels runtergefallen sind? Meinst du? Weil, also... Weiß ich nicht. Sind die nicht einfach irgendwie... Das war doch irgendwie... War das, das war so, wo die Klinstürz sind? Aber da ist die Brille. Guck mal. Ja, weg jetzt aber nicht drauf gekommen. Hennas Brille. Ja, die sind eigentlich von so einer Klippe runter. Irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob die dann, also wo sie am Ende gelandet sind. Man hat ja nur gesehen, wie sie aufgeschlagen sind und dass es halt dunkel war. Genau. So, Mike the Bread weg. Ah, dahinter versteckt sich ein Felsen. Das ist ganz genau ein Jahr her. Was war das bloß? Hä? Das
ist denn? Ach so, 2.2.14. Und dann Tage, hier wurden Tage abgestrichen. Ja, wahrscheinlich hat sie. Ach Gott, hat die noch gelebt, ey. Die hat den Absturz überlebt und. Oh Gott. Das ist nicht so schön. So, haben wir hier vorne, hier glänzt auch noch irgendwas. Beth. Also Beth ist gestorben. Und Hannah hat überlebt, oder was? Das wäre heftig. Ganz kurz, Beth war die, die verarscht wurde, oder war das Hannah? Nee, Hannah wurde verarscht. Hannah Montana war die mit dem Schmetterlingstattoo auf der rechten Schulter. Und Beth war die Schwester irgendwie, die dann hinterhergerannt ist. Also haben wir quasi sie verarscht? Und wegen uns ist ihre Schwester tot? Ja. Fieser Wicht! Fieser Wicht! Alter Zitterarm, grüß dich! Ja, aber ja. Schön. Also ich weiß nicht, ob die noch groß Bock auf Diskutieren mit uns hat. Nee. Also, sagen wir mal ehrlich, da hätte keiner Bock zu diskutieren. Mann! Igitt! Igitt, was für eine Perspektive, was für eine hässliche Puppe! Ja, fass sie nicht an. Nein, fass sie nicht an. Ich tu's. Oh, mach es nicht. Ah! Oh Gott, das ist keine Puppe! Oh Gott, das ist keine Puppe! Oh Gott! Oh Gott, Ben! Oh Gott, Ben, nein! Oh nee, Alter! Oh, mach den Kopf wieder hin! Oh Gott! Oh, ist aber weggerannt. Irgendwie, warte mal, wir müssen noch mal kurz gucken hier. Alter! Oh! Wer ist das denn? Das ist der Kopf von Beth. Das ist. Okay. Mit dieser pinken Jacke. Die stand ja auch, ne? Das stand ja da drinne, dass die. Die hatte. Scheiße. Oh, kann man nur so in den Kopf hängen lassen, ja. 5 Euro ins Phrasenschwein. Fieser Wicht. Sofort. So, ich möchte jetzt in den Fahrstuhl steigen und nach oben fahren. Jetzt bitte. Sofort. Elevator auf jeden Fall. Nein. Dankeschön. So. Jetzt sind wir in der Haupthalle. Fantastisch. Auf zum Fahrstuhl. Kannst du Fahrstuhl fahren? Fahrstuhl fahren. Los, wir nehmen den Fichtenelch. Zack. Nein. Fest umgreifen. Ja. Oh, komm schon, jetzt mach! Freedom! Nein! Oder nicht? Ah. Wer ist er denn? Nein! Ah, nein! Oh, bei ihr ist es nicht so wild. Shit! Komm wieder her. Der ist ja unangenehm. Wer ist er? Josh? Das kann's ja nicht sein. Ich weiß tatsächlich nicht, ob er ein Feind ist. Und wir haben keine Fackel mehr. Oh Gott! Ich würde tatsächlich nochmal kurz den Typen hingehen.
Was willst du ihm sagen? Hallo, naja, das war gar nicht so gemeint. Du wirst doch nicht, ob er unser Feind ist, tatsächlich. Er kann uns jetzt auch grillen. Er fühlt es aber nicht. So eine Scheiße! Josh! Oh, wirklich gut! Ihr alle hier habt mich erkannt! Und nach allem, was ihr erlebt habt, gut! Wie fühlt sich das an? Also, wie ist das? Ist das schön, wenn man terrorisiert wird, gedemütigt, in Panik? Der blöde Wichser, macht der sich jetzt hier einen Scherz aus, oder was? Meine Schwestern erleben durften, vor einem Jahr? Ein bisschen auf Rache. Aber wartet mal, sie kam nicht mehr zum Lachen. Nein, sie sind fort. Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh, aber keiner von uns lacht. Ach, kommt. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast, stimmt's? Und wie sie gerast sind, ich meine, bei jedem von euch. Bum, 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 bum. Ich hoffe, ihr wart begeistert von meinem phantasmagorischen Spektakel. Ich bin kein Detail zu klein. Oh, ist das keine Gelegenheit ungenutzt. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich war der Puppenspieler. Bei eurer pavlovschen Panik. Und all das Blut. Ich meine, Blut. Da war Blut in Massen. Falsche Leichen. Ich meine... Was wäre dann passiert, wenn wir uns anders entschieden hätten? Und alles ohne Probe. Nein, alles ungeprobt. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Ich hatte euch am Haken. Jeden einzelnen von euch. Josh, warum tust du das? Wozu sprichst du überhaupt mit dieser miesen Ratte? Der spinnt doch. Er hat eine Schraube locker. Krass, Alter. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das reicht. Mike, er ist krank. Was? Kommt schon, ihr werdet mir noch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halt, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird. Ich meine, wir haben unerwiderte Liebe. Wir haben Blut. Ich glaube, es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt, allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Oha. Jungs, ist jetzt wirklich tot oder denkt er nur, dass sie tot ist? Das ist doch völlig verrückt. Also, er denkt, dass sie tot ist, aber... Warum schlägst du sie? Ha? Warum musstest du sie schlagen? Ah, wovon redest du da? Du hast Ashley geschlagen, du Stück Scheiße! Oh, ich war so wütend. Man schlägt keine Mädchen. Das geht gar nicht. Alter, Chris, getötet. Bro, ich bin nicht dein Bro. Wo gehen wir hin? Wohin bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg, Bro. Was? Damit du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen. Kommt schon. Ich hab gar nichts gemacht. Ist das dein Ernst, Mann? Donnie. Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch. Ich war das nicht. Michael, bitte glaub mir doch, Mann. Ich war das nicht mit Jessica. Ja, komm, wir beschimpfen ihn noch ein bisschen. Bist du irre? Ganz ernsthaft? Kriegst du nicht in dein Hirn, was du getan hast? Ich bin ein Heiler! Mann! Ich bringe Menschen zusammen! Nicht wie ihr Arschlöcher. Es reicht! Aber warum müssen sie ihn jetzt woanders hinbringen? Also, das verstehe ich nicht. Ihr seid die Klappe! Ihr seid... Alter! Ist nicht meine Schuld, dass ihr Penner keinen Spaß versteht! Oh, hey, hab ich dir wehgetan? Hast du jetzt irgendwo leichte Schmerzen? Das tut mir ja so sehr leid, Mann! Schluss, Mann! Scheiße, Alter! Stopp! Michael! Mike, sorry, Mann! Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir tut, dass Jessica etwas zugestoßen ist, aber ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Wütend oder skeptisch? Wir sind mal skeptisch, weil er hat ja jetzt eigentlich alles zugegeben, warum sollte er jetzt lügen? Shit, Mike, du. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt hier nicht, Mann. Oh, machst du Witze?
es fällt mir einfach nur wirklich schwer, zu glauben, dass er Jazz etwas antun würde. Ich war aber selbst dabei. Ich hab es gesehen. Das ist ihr Blut. Ja, stimmt ja. Sie ist ja durch die Tür gezogen worden. Richtig. Richtig. Das war ja. Sie war ja verwundet tatsächlich. Verdammt! Stimmt. Wir meinen das ernst. Das ist nicht richtig. Nein. So war das alles doch überhaupt nicht geplant. Ihr seid ein Haufen Fieslinge. Ihr könnt doch nicht jemanden einfach so hier hängen lassen, Jungs. Ha? Nicht, dass ihr die Eier hättet, wirklich irgendwas Entscheidendes zu unternehmen. Ah! Au! Aggressiv halt deine Schnauze. Alter, halt doch einfach nur die Schnauze, Mann! Oh. Läuft das jetzt hier wirklich auf eine Exekution hinaus? Wir wollen ja eigentlich nur... Ich weiß nicht mehr, ein bisschen Polizei was du meinst. Naja, das spitzt sich doch gerade zu, er ist schon auf der Knie oder so. Mike hat die Waffe, ich weiß nicht, also... Ja, die Waffe, er hat ja keine Patronen, das sind ja alles nur Platzpatronen, die er drin hat. Was übrigens auch nicht funktioniert, ist mit einer Platzpatrone sich in den Kopf zu schießen, ohne davon eine Verletzung davon zu tragen, ne? Ja. Also wenigstens Verbrennung. Okay, fesselt mich nur, okay! Halt still, Mann! Ja, klar, still. Weil das Fesseln erschwert, wenn das Opfer sich wehrt. Josh, Mann! Lässt du mir noch ein bisschen Spielraum, ja? Was muss ich tun, damit du still bist? Nicht so stramm! Okay? Nicht so stramm, okay? Ich kann sonst nicht zappeln. Kabelbinder, die sind der Trend. Ja. In Gottes Namen. Diese Phase, Kabelbinder. Das ist ganz schön krass. Geiselnahme. War früher schon mal so drauf? Mindestens für drei Geiseln. Oder ihr Geld zurück. Alles ist dumm. Dumm. Chris und Ash. Chris ist ein Arsch. Ashley ist ein Dumm. Bitte, was sagst du da? Ich sagte, du bist ein dummer Dummkopf. Wie bist du denn drauf? Oh, Ashley. Oh. Ashley, du wirst nicht sterben, ich hol dich da raus! In meinen wildesten Träumen hätte ich nie gedacht, dass du mich magst. Es reicht. Kennst du dieses Geräusch nicht? Es heißt, ich küsse niemals Ashley, du Pussy! Schluss! Ja. Überlass doch lieber Ashley unserem Mike. Ich meine, immerhin hat er ja schon ein paar Kerben im Bettpfosten, was? Er nimmt sie ran! Du bist verfickt erbärmlich, Chris. Ich mach den Typen alle! Hör nicht auf ihn! Er ist es nicht wert. Hey, Mike, was? Was war da mit Jess, Mike? Du weißt, was da war. Nein, tu ich nicht. Hallo mit Jess. Ich hab... ein Problem, Mike. Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Ich meine, also ich denke, also daran würde ich mich sicher erinnern, weißt du? Sie ist so weich. Und bestimmt hat sie einen wirklich heißen Body. Halt dein verficktes Maul! Einen heißen Body. Also bin ich dran? Mike entwaffnet. Echt jetzt? Na was? Dachtest du, ich erschieße ihn? Keine Ahnung. Komm schon, Chris. Du solltest mich besser kennen. Ja, Chris. Du kennst mich doch auch besser. Ja, dann gib mir nächstes Mal ein Zeichen, okay? Oh, ihr armen kleinen Schweinchen. Bekommt ihr nicht mal die böse Kopf-Guter-Kopf-Nummer auf die Reihe? Überlass das den Profis, Jungs! Geh du zurück zur Lodge. Check, ob alles okay ist. Ich bleib bis morgen früh bei diesem Spinner hier. Oh. Pyjama-Party. Ich glaube, das ist wir uns eine Pizza. Kommst du hier klar? Ja. Unangenehmer Typ. Wirklich unangenehm. Ja, aber er versucht jetzt extrem zu provozieren. Naja, also, klar. Hat Taktik. Bis morgen früh.